Servus Leute, wie geht's? Schön spitz mit der Rolle Ming Wanzer und ich heiße heute alle herzlich willkommen zu dieser weiteren Runde der Freundschaftseroberung. Heute wollen wir uns diese Fassung mal reinziehen, mal gucken, was die so auf dem Kasten hat. Liebe Grüße gerne nicht raus, mein lieber Danny. Und ja, wenn ihr natürlich alle Lust habt, eure Festung mal zu sehen, dann schreibt mir bitte mal in die Kommentare. Und ja, ich werde sie mir dann angucken. Ob ich sie dann angreife, ist immer wieder so eine andere Frage. Manchmal ist es halt auch ein bisschen problematisch, wenn ich sie nämlich nicht finde. Ja, deshalb schreibt eure Namen bitte genau, weil mal das eine falsch und dann mal ein Zahlendreher drin gewesen und dann schon finde ich die Festung beispielsweise gar nicht. Ebenfalls, und das ist etwas, was mir auch ein bisschen in der Seele wehtut, Crossplay geht leider gar nicht. Da ist kein Mensch weiß wieso. Jo. So. Das hier ist eine Schlangenfestung. Das ist etwas, was ich mir gewünscht habe, tatsächlich schon sehr, sehr lange. Und Danny, du hast es heute endlich geschafft. Du hast tatsächlich eine Schlangenfestung für mich gemacht. Warum ist mir diese Schlangenfestung so wichtig gewesen? Ganz einfach. Die Schlangen, beziehungsweise die Würmer oder auch die, ja, die Würmer. Ja, kann man auch, da gibt es, glaube ich, noch ein paar andere Namen dazu. Aber jedenfalls, das ist eine Gruppe von Uruks. Die kann man sehr, sehr leicht erkennen. Und die haben tatsächlich alle dieses gespaltene Auge wie eine Schlange. Und die haben auch oftmals diesen Kamm. Wir sehen es hier bei Hocklick, dem Wurm beispielsweise, ziemlich gut. Dieser Helm ist charakteristisch, auch die Rüstung von denen. Die haben eine sehr, sehr charakteristische Rüstung, die dann auch teilweise wirklich an eine Schlange angelehnt ist. Was ich persönlich sehr, sehr geil finde. Und vor allen Dingen, die haben immer... Oder jedenfalls meistens haben sie wirklich dieses Geschwätz, dass eine große Schlange die komplette Welt verschlingen will. Was natürlich irgendwo vielleicht irgendwo komplette Blödsinn ist. Aber es scheint so eine Art Sekte zu sein. Und das fände ich persönlich sehr, sehr geil. Es gibt immer noch solche Gruppierungen von Uruks, die vielleicht manchmal unterm Radar fliegen. Aber wenn man es lang genug spielt, dann kommt man irgendwann dahinter. Und das hier ist beispielsweise wirklich eine richtige... Das ist wirklich die Festung der Schlangensekte eigentlich. Buchstäblich. Und das freut mich dann umso mehr, diese Festung anzugreifen. Würm passt perfekt. Hier haben wir nochmal einen Würm. Es ist natürlich dann ein bisschen schwierig. Man muss dann auch mal gucken, dass man da eine, wie soll ich sagen, die richtigen zusammenbekommt. Sugor, die Schlange beispielsweise, jetzt auch ein bisschen ab. Hier sieht man bei ihm persönlich die richtig gut die Augen. Ja, ich weiß nicht, haben wir das bei dem anderen auch nicht ganz so gut gesehen. Ich weiß es gerade gar nicht. Doch, hier sieht man es. Die haben wirklich diese lodernden Augen. Und das ist sehr, sehr geil. Hier haben wir nochmal eine Schlange. Sehr cool. Das sind Mystiker größtenteils und auch wilden Stammanhänger. Also die kannst du wirklich bei beiden so finden. Sind auch so standardmäßig eigentlich wilden Stamm oder Mystiker Stamm. Was echt krass ist, da die sich wirklich da aufteilen. Macht die Sache einfach noch cooler. Wir haben sogar noch einen als Turmverschnitt. Darf natürlich nicht fehlen. Gibt dann auch ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Abwechslung. Die einzige Sache, die mir hier halt bei auffällt, ist, dass die viele Uruks sich hierbei wiederholen. Coolerweise aber sehen sie nicht alle komplett vollkommen gleich aus. Und ich bin gespannt auf die komplette Armee. Was es da noch so zu finden gibt, ne? Dann wollen wir mal sehen. Natürlich ist es dann sehr eingeschränkt. Er muss sich an diese Würmschlangen halten, ne? Wollen wir mal gucken, was es noch gibt, ne? Let's go. So, da stehen wir nun vor der Festung hier im schönen Nurn. Mal so, by the way, Nurn passt dann ja ziemlich gut eigentlich so. Ich weiß nicht, ob du vielleicht wäre es besser gewesen als Oberherrn tatsächlich eventuell. Hier tatsächlich einen vom Mystiker-Stamm einzusetzen. Ich bin mir da selbst ein bisschen unschlüssig, was da besser passt zu denen. Aber ich persönlich bin eher so ein Verfechter davon, als eigentlich die Schlangen und die Würmer eher so tatsächlich so eine Art Sekte sind, ja. Und da passt halt der Wildenstamm nicht so krass. Aber auf der anderen Seite hat halt der Wildenstamm halt auch das mit dem Feuer, ne. Wäre halt cool gewesen, wenn du dann auch vielleicht sogar die Drachen sogar hier noch mehr eingesetzt hättest. Aber was soll's, wir wollen jetzt hier nicht anfangen, richtig rumzuwinkeln. Scheiße, ich habe gerade was ganz Wichtiges vergessen. Ach, Lemming, Lemming, Lemming. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Also, dann haben wir hier noch eine Schlange. Also, wenn man sehen will, wie viele Schlangen und so es gibt, hier findet man genug. Hier haben wir noch einen Würm. Noch einen Würm. Ich finde es geil, persönlich, dass man
Es sind eigentlich alle dieselben, nur in unterschiedlicher Ausführung und mit unterschiedlichen Charakteristiken. Und das ist sehr, sehr geil, eigentlich auch mal so zu sehen. Auch mal so eine Festung, hier haben wir so einen Speerwerfer. Der sieht, finde ich persönlich, sieht fast am besten aus von denen. Die gehören natürlich zu mir. Dann haben wir noch Kriecher, den Würm. Geil. Cool. Ronk, die Schlange. Also es sind sehr, sehr viele Würmer hierbei. Ich weiß gar nicht, ob es mehr von denen gibt, aber ich denke danach, das haben wir jetzt ja auf jeden Fall. Der hat eine geile Rüstung. Also die sieht richtig gut aus. Tuhorn, der Würm. Es ist, ja. Ich muss sagen, rundum, das Thema ist absolut erfüllt. Absolut. Viel Freiheiten wurden dir halt auch nicht gelassen, aber das ist in Ordnung. Ich persönlich muss aber auch dich dabei loben. Du hast eigentlich hier alles rausgeholt, was man rausholen möchte. Und es ist halt auch immer wieder ein bisschen schwierig, tatsächlich bei so einem Thema dann tatsächlich eine ziemlich große Abwechslung zu schaffen. Aber ich denke, allein schon, dass hier jetzt nicht nur Speerträger oder nur Schwertkämpfer oder nur Axtkämpfer hier dabei sind, macht es schon einen großen Unterschied. Oder Bogenschützen oder Armbrustschützen. So. Gib ihm! Es gibt eine. Oh. Sei mir dankbar. Ich werde dir zeigen, was echter Schmerz ist. Die Stimme von denen ist, glaube ich, auch immer gleich. Die haben so eine ganz, ganz komische Stimme. So. Es ist schon geil eigentlich so. An sich gegen so eine Festung mal zu kämpfen, ist schon was Feines. Habe ich bis jetzt auch nicht gehört, aber sehr geil. So. Wenn ich dich erstochen habe, wirst du hier am Boden liegen und meine Kerle werden sich über dich hermachen. Es soll wehtun. Es soll mich quälen. Es soll köstlich sein. Also was mir auch bei denen aufgefallen ist, ein Großteil von denen ist echt masochistisch veranlagt, ne? Die haben auch so eine sehr apokalyptische Glaubensrichtung. Die glauben, dass irgendwann so eine große Schlange tatsächlich dann die Welt ja verschlingt, ne? Und vorher muss sie gereinigt werden und was weiß ich. Und die freuen sich richtig darauf. Also ich persönlich, ich sehe dem Ende der Welt eher ein bisschen skeptisch gegenüber. Aber hey, wenn es denen ihr Glaube ist, wer bin ich denn darüber zu urteilen, nicht? So. Das Torhaus wird angegriffen. Mach bloß nicht, Jukos. Ich will den Schmerz genießen. Guckt euch mal die Augen an, so krass. Sehen, wie er mich verschlingt. Alles klar, läuft. Zack, rüber, ab. Das ist natürlich, und man muss ganz ehrlich sagen, schon geil eigentlich sowas zu sehen. Die Drachen gefallen mir auch ziemlich gut. Also es wäre geil, wenn man so ein Mittelstück zwischen den zwischen den Stämmen finden würde. Aber das ist leider nicht so der Fall. Ich fände es natürlich auch geil, wenn es bestimmte Uruks gibt, die dann auch eine ganz eigene Festung haben, ne? Beispielsweise auch bei den Schlangen. Das wäre beispielsweise schon was Cooles gewesen, aber leider wird es das wahrscheinlich nicht geben. Oder wir werden irgendwann richtig überrascht, wie bei beispielsweise bei Skyrim. Skyrim. Ja. Jetzt bin ich dran. Und ich garantiere dir, ich mach's viel, viel gründlicher. Okay, alles klar. Bitte nicht. Abschlitzen! Oh, scheiße. Gib ihm Saurus, der Sau hier! Die Knöchel werden schöne Würfel abgeben, Abschaum. Also krank sind die ja alle miteinander, ne? Autsch. Gebt den Saurus! So. Wenn wir oben sind, will ich, dass sie alle abgestochen werden. Hi. Du hast doch
Naja, vielleicht machen wir noch eins mehr. Aber nicht schlecht. Vielleicht machen wir noch eins mehr. Yo. Hey Jungs, frisches Menschenfleisch. Wie habe ich es vermisst, das Gefühl, warmen, blutigen Menschenfleisch auf meiner Haut. Schneidet ihn auf, und zwar in genug Happen für uns alle. Junge, was geht ab mit dem? Ah, die sind alle irgendwie strange drauf. Nicht nur irgendwie, die sind brutal durch. Vorsicht, alle Mann in Deckung. Auf jetzt, ihr müsst weiterkämpfen, was ist los mit euch? Oh shit, der hat mich direkt getroffen, das ist ein scheiß Scharfschütze. So, gerade den nächsten. Mach schon, töte mich. Ich würde lieber deinen Schmerz erleben, aber wenn das nichts wird, tut's mal da auch. Alles klar, läuft. Der ist scharf auf Schmerz, ne? Yo. Es ist geil. Es ist geil. Kann ich einfach so sagen. Es ist schön, auch einfach mal so ein Thema zu sehen. Das sieht vielleicht für manche so, dass es sich alles immer so sehr wiederholt, so sage ich jetzt mal, oder dass es so einheitlich wird. Aber das finde ich ist auch mal was Feines. So einfach mal so wirklich so ein einheitliches Bild dazu haben. Das finde ich persönlich immer wieder geil. Besonders halt auch für unsere schönen, eigentlich auch mal endlich mal wieder eine Themenfestung, eine richtige zu haben. Und wo man nicht viel überlegen muss. Wisst ihr, was ich meine? Das ist immer so manchmal, okay, klar, Überlegungen sind auch immer wieder geil, aber manchmal denkst du dir so, boah, so ein ganz einfaches Thema, wo du echt von einfach siehst, gut, Schreckensstamm, klar auch, aber das ist so genommen cool. Also ich find's, glaube ich, ein bisschen besser. Dem gebe ich Saures hier. Ja, du Arschloch, jetzt gibt's auf die Fresse, hä? So viel Schmerzen. Die babbeln echt genug was über Schmerzen, ne? Das muss reichen. Ich genieße sie. So oder so. Alles klar, läuft. Die sind echt strange drauf, die Jungs. So. Keine Orlocks. Tatsächlich. Eine Festung, die ohne Orlocks auskommt. Du gehst mir schon eine ganze Weile lang gehörig auf den Senkel, du Sau. Yo. Einfach mal erschossen. Ah, da ist auch einer tot, dem ist der Schädel geplatzt. Yo, was geht ab? Was willst du denn, hä? Ich finde das so geil. Ich feiere das gerade hier. Warte mal, ich glaube, ich habe da einen Orlok sogar gehört. Bin mir aber gerade gar nicht mal so sicher. Einige von den Ratten ziehen sich zurück. Immer weiter, hä? Ah ja, du. Yo, auch nicht schlecht, den schnappt er gerade aus der Luft.
Yo. Schnappt sie euch, und zwar alle. Es wird Zeit für einen Drachen. Och, du Mistviech! Na kommt, brennt doch mal, ihr Scheiße! Weiter geht's! Ich will deinen Schmerz schmecken! Ich will dein Leiden genießen! Es wird so... köstlich sein. Da habe ich auch noch ein Wörtchen mitzureden und das heißt nein. So mal. Einfach nur nein. Na los, komm schon. So. Gerade abgemurkst. Töte mich! Schmerzen sind in jeder Form süß. Ich wünschte nur, ich könnte deinen auch vor meinem Tod erfahren. Das wirst du nicht können, mein Lieber. Jetzt wirst du erst mal abkratzen hier. Junge, was... jetzt mal ohne Scheiß, was haben die mit ihren Schmerzen? Das ist eine absolute... die sind doch alle... die sind süchtig nach Schmerzen, ehrlich. Den könntest du zur Begrüßung in die Fresse boxen ohne Ende mit dem Vorschlaghammer und die würden sich auch noch bedanken. Ich werde dir die Ballade von Qual und Schmerz beibringen. Okay, alles klar. Es ist offiziell. Die sind alle nicht... also die sind ganz sicher nicht ganz... die sind ja komplett befreit. Wirklich, die sind ja komplett von jedem guten Menschenverstand befreit. Ich hab Lust, den hochzuwerfen. Komm her! Ich hab's irgendwie damit, die von den Zinnen zu schmeißen. Macht Spaß, ist schön. Yo, Mann! Was soll der Scheiß? Fliehen. Aber ich finde dich. Ich finde dich immer. Du wirst nie, nie, niemals entkommen können vor mir. Ich denke schon, ich habe ein ganz gutes Mittel dagegen gerade gefunden. Nennt sich abstechen. Lass dir nur Zeit, Dank. Schmerz ist das Warten wert. Aber das will dein Volk ja nicht begreifen. Bin ich auch echt froh drum eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist, die sind da echt wirklich ungesund auf diesen Scheiß fixiert. Die machen auch wahrscheinlich Flachkörper
ohne Scheiß in ein Becken ohne Wasser. Attacke! Scheiße. Auf alle abmurksen hier! Yo! Hey, das du Schwein! Kacke! Haha! Na ja, Schweinebacke, hä? Du musst jetzt sterben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ah, Mann! Ich hasse deine Visage. Leute, was soll denn der Scheiß? Wie schwer kann es sein, die umzubringen? Ganz ehrlich, nein. Gift ist nicht köstlich. Gift tut weh. Gift macht aua weh. Lemmingwahnsinn findet das scheiße. Ich finde das Einfrieren so geil. Tuka, die Schlange ist nun gefallen. Na endlich. Also es kann ja auch nicht sein, dass ihr so lange an so ein paar rummacht, ehrlich. Leute, das ist ein Mann, was soll denn der Scheiß? Meine Kacke, ey. Wisst ihr was? Ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr da drauf. Wenn man will, dass was gemacht wird, macht man es lieber selbst, ehrlich. Ohne Scheiß. Auf keinen Schwein ist heute mehr Verlass. So, weg. Einmal mal einen Knietritt nochmal gegeben. Ah, ich könnte eine größere Armee gebrauchen. So. Oh, du meine Güte, ey. Wie, was die sich manchmal anstellen. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Nee, so gar nicht. Morsche! Komm rein, komm rein. Ich wollte diesen Raum sowieso umdekorieren. Und deine Eingeweihte passen hier perfekt rein. Du nicht, du musst raus. Du stinkst. Aber ich finde den Thron geil. Also, er sieht bequemer aus. Das sind ja überall Köpfe daneben bei.
Ah ja, was soll's? Ich steh dir bei. Attacke! Jo, wohl auch gut. Oh, das ging schnell. Dem gibt das auch. Ich finde das geil auch mit dem Gift. Das Gift ist super, eine super Idee. Ich brauche nur mal kurz ein paar, ein bisschen was zum Spielen. Giftfeuer! Nimm das! Ah ja, ich sehe es. Zwei Meuchler. Und als Hauptmann ein Brecher, das ist eine ganz gute Kombi. Eine ziemliche Abfuck-Kombi ist es nämlich. Autsch, das hat wehgetan. Das ist scheiße. Das tut weh. Das möchte ich nicht. Hä, was? Ach so, der hat sich... Oh, fuck. Okay, fuck. Hi, servus! Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du betteln, getötet zu werden. Nein. Boah, shit, wir müssen jetzt richtig gucken. Eck, du Saftsack! Boah, scheiße. Ich muss mich mal kurz auf den hier konzentrieren, weil der, das so ein Brecher, wenn der halt genügend Zeit kriegt, der halt erkauft durch die Meuchler hier. Shit. Und zwei, und das ist halt wirklich schwierig. Zwei Meuchler. So. Den ersten knock ich jetzt hier aus. Scheiße. So, Moment. Oh, scheiße. Oh, weiter geht's hier. Oha. Wir sind auch schon wieder sehr, sehr lange dabei. Scheiße, ich brauche wieder Leben. Ich brauche wirklich dringendst wieder Leben gerade. Und das hole ich mir so. Ah. Im Schein der Flammen wurde er ermordet. Yo.
deinen Kopf! Scheiße! Oh. Jetzt haben wir ihn aber! Mach ihn fertig! Schlag drauf! Jawohl, gerade abgehauen und von hinten erschossen, so wie es sich gehört. Wunderbar. Geil. Okay. Nun mal ein cooles Finale dabei gewesen, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst ein Like, Bewertung, Abo oder dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein, bleibt dabei. Macht's gut, eure Living Wanze. Und...